Ibn Suqa Muhammad, einer der rechtschaffenen Vorfahren, sagte: Es gibt zwei Eigenschaften, die, obwohl Allah uns nicht für sie bestraft, Grund genug für unsere Bestrafung wäre. Wir sind überglücklich über einen kleinen Gewinn, den wir von dieser Welt erhalten, jedoch hat Allah uns niemals so glücklich gesehen, während wir eine gute Tat verrichten. Und wir sind besorgt über eine kleine Angelegenheit, die wir verpasst haben hinsichtlich dieser Welt. Jedoch hat Allah uns niemals so besorgt über eine Sünde gesehen, die wir bringen. Er sagt, Allah muss uns nicht dafür bestrafen. Aber es ist Tatsache. Und guck mal, das sagt jemand, der hat wahrscheinlich vor 1000 Jahren gelebt. Zu den Menschen und die Menschen unter uns, unter denen damals vor 1000 Jahren ein ganz anderer Kaliber. Was sollen wir heute sagen? Finden wir uns hier wieder oder nicht?